Ja, hallo zusammen zum 20. Teil von Seat Ateca kurz erklärt. Heute mal aus dem Auto, wie ihr seht, bei einem regnerischen Sonntag heute. Das soll uns aber nicht hindern, ein neues Video zu machen. Erst einmal von mir einen Daumen nach oben für fast 600 Abonnenten. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, dass wir vielleicht die 600 Abonnenten noch schaffen bis vor Weihnachten. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich euch sagen, worum geht's heute? Ihr habt sicherlich in der Videobeschreibung schon gelesen. Es geht darum, ich stehe morgens vor meinem Auto und merke, die Schlüsselbatterie ist leer. Was tue ich nun? Bei mir habe ich Cassie. Wie komme ich ins Auto? Wie kann ich das Auto starten? Auch ohne, dass die Batterie im Schlüssel ist, beziehungsweise obwohl sie leer ist. Das zeige ich euch heute einmal. Zunächst will ich aber darauf eingehen, um es besser darstellen zu können, wie wechsle ich denn die Schlüsselbatterie. Ihr seht, ich habe den Schlüssel jetzt hier einmal am Bund, habe den Zylinder entsprechend einmal nach oben geklappt. Hier ist das Batteriefach. Das muss also nicht der Fachhandel machen, das könnt ihr auch ganz locker selber machen. Ich greife jetzt einmal mit meinen Fingern mit diesen beiden hier zwischen und ziehe einmal das Batteriefach nach vorne. Dann seht ihr, wird die Batterie entsprechend freigelegt. Zur Batterie selber. Es ist eine CR2025. Die könnt ihr ganz normal selber kaufen, euch selber bestellen. Und ihr seht, ich zeige es jetzt hier mal. Ich habe jetzt hier mal den guten Rouladenspieß genommen. Ich gehe mit einer Spitze hier entsprechend hinten hinter und ziehe das Ganze einmal nach vorne. Und dann habe ich die Batterie auch schon einmal in der Hand gleich. So, wieder der Vorführeffekt natürlich. Zack, und da fällt sie auch schon raus. Einmal habe ich die Batterie gelöst. Das will ich einmal jetzt euch darstellen, um zu zeigen, was passieren würde, wenn die Batterie leer wäre. Wir sehen uns gleich wieder vom außerhalb des Autos. Und dann schauen wir uns einmal an, wie öffne ich überhaupt das Auto von außen ohne eine Batterie. So, es ist früh morgens, ich komme zu meinem Auto. Im Optimalfall habe ich es schön warm gemacht, noch mit der Standheizung, und möchte mein Auto öffnen und merke, es passiert nichts. In meiner zweiten Lösung sage ich, okay, kein Problem, ich hole meinen Schlüssel, drücke auf Öffnen und auch hier sehe ich, mein Auto öffnet sich nicht. Was tue ich nun? In meinem Fall, damit ich es euch besser darstellen kann, habe ich jetzt die Batterie einmal rausgemacht aus dem Schlüssel. Ich öffne einmal den Schlüssel an sich und gehe mit euch zusammen hier unten drunter. Ist eine kleine Öffnung, eine Einkerbung, da passt der Schlüssel im Optimalfall. Jetzt ist es soweit, genau, drunter, und ziehe einmal das Ganze nach vorne. Jetzt etwas brutal, das kann man schöner machen, bloß ich habe entsprechend natürlich jetzt die Kamera in der anderen Hand. Von daher ist jetzt einmal der Schließzylinder freigelegt. Ich stecke meinen Schlüssel mit der Oberseite entsprechend nach oben in das Schloss und gehe einmal rum. So wäre jetzt zugeschlossen. So ist das Auto jetzt aufgeschlossen. Die Spiegel klappen aus und ich kann entsprechend in mein Auto eintreten. Das ist der erste Schritt. Doch lediglich das Öffnen hilft mir immer noch nicht weiter bei, wie starte ich nun mein Auto. Um euch das zu zeigen, sehen wir uns jetzt gleich im Auto wieder. So, willkommen zurück im Auto. Ja, sorry für die bisschen schlechten Lichtverhältnisse, aber es ist sehr dunkel und regnerisch heute draußen. Ich musste unter die Scheune fahren. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber hier geht es ja viel mehr darum, wie starte ich jetzt mein Auto. Ich sitze jetzt im Auto. Ich kann meinen Start-Stopp-Knopf drücken und es passiert nichts. Es erscheint eine Warnmeldung. Schlüssel nicht erkannt, Schlüssel an die vorgesehene Fläche halten. Bitte Bordbuch beachten. Ja, nun geht es darum, wie starte ich mein Auto. Denn jetzt bin ich drin, jetzt ist es schön warm. Davon bin ich aber noch nicht losgefahren, um mir eventuell eine neue Batterie zu kaufen. Ich nehme meinen Schlüssel und halte ihn an die vorgesehene Fläche. Ich drücke mal den Start-Stopp-Knopf, dann erscheint die Meldung gleich nochmal. Jetzt habe ich ihn an die Fläche gehalten
Ihr seht das hier. Und auf einmal steht dort, dass mein Auto aktiv ist. Und ich werde einmal das Auto starten. Wir machen es gleich wieder aus. Ihr seht also, sollte der Schlüssel bzw. die Batterie mal leer sein, keine Panik bekommen. Ihr kommt A, ohne Schlüssel ins Auto. B, könnt ihr auch das Auto starten, ohne dass der Schlüssel die Batterie entsprechend hat oder die entsprechend leer ist. Ihr könnt losfahren, könnt eine neue Batterie kaufen, könnt in die Werkstatt fahren, um dort eine neue Batterie zu nehmen. Ich kann euch nur sagen, ich tausche meine Batterien immer selber. Wie gesagt, das sind die CR2025, diese kleinen Knopfzellen. Wie das geht, habe ich euch am Anfang gezeigt, wie ihr die wechseln könnt. Da könnt ihr eine Menge Geld sparen, ganz einfach. Das muss nicht sein, dass ihr da ja viel Geld für einen Batteriewechsel ausgebt. Also wie gesagt, keine Panik. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Die Frage wurde öfter schon mal gestellt. Sie ist auch ein bisschen verschlüsselt im Bordbuch erklärt. Jetzt nochmal in Videoform. Wünsche euch gute Fahrt. Kommt alle gut durch den Winter. Wir sehen uns. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, einen schönen 4. Advent. Ja, und wenn wir uns nicht mehr hören, ein richtig schönes Weihnachtsfest auf jeden Fall. Vielleicht hören wir uns nochmal, vielleicht auch nicht. Dann hören wir uns zwischen den Jahren. Und ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute.